Als CTO bin ich verantwortlich für die technische Entwicklung, vor allen Dingen da die Bereiche Forschung, aber auch IP. Unsere Vision bei Fernride ist es, die Mensch-Maschine-Aktion in der Zukunft neu zu definieren, also insbesondere die Mensch-Maschine-Aktion mit der Automatisierung. In drei Sätzen bei Fernride ermöglichen wir die Fernsteuerung von LKWs auf Privatgeländen. Und hier fokussieren wir uns insbesondere auf Yard-Trucks, Shunting-Operations und LKWs, die auf Häfen eingesetzt werden. Teleoperation ist ziemlich simpel. Im einfachen Sinne übertragen wir Videostreams vom Fahrzeug an ein Control Center. In diesem Control Center sitzt ein menschlicher Operator und auf Basis dieser Videostreams kann der Operator das Fahrzeug fernsteuern. Für die Übertragung der Signale benutzen wir mobiles Netzwerk, also in der Regel öffentliches LTE. Bei manchen Yards verwenden wir aber auch private Campusnetzwerke, dadurch, dass wir mehrere Fahrzeuge einsetzen oder die Konnektivitätsanforderungen deutlich höher sind als zum Beispiel auf öffentlicher Straße. Für unsere Anforderungen ist LTE tatsächlich ausreichend, aber 5G hat auch einige Vorteile wie geringere Übertragungszeiten und höhere Bandbreiten. Das ist insbesondere vorteilhaft, wenn man viele Fahrzeuge auf einem Yard hat. Das wird von 5G deutlich besser unterstützt. Die Latenzzeiten, die wir uns üblicherweise anpeilen, sind unter 100 Millisekunden. Das ist deutlich schneller als das Blinzeln von einem menschlichen Fahrer zum Beispiel. Unsere Technologie ist derzeit auf einem Stand, dass wir bewiesen haben, dass sie auf dem Yard-Gelände funktioniert. Der nächste Schritt ist jetzt die Kommerzialisierung von unserem Produkt. Für die Teleoperation benötigen wir in der Regel drei technische Komponenten. Das ist einmal die Hardware, die auf dem Fahrzeug verbaut ist, inklusive dem Fahrzeug. Dann die Hardware auf der Operator-Seite, wo der Operator sitzt. Und natürlich dann ein Backend bzw. eine Cloud-Infrastruktur, die die beiden Komponenten miteinander verbindet. Unsere Cloud-Plattform besteht hauptsächlich aus Servern, die die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Operator herstellen. Zudem verwenden wir weitere Server, um Daten aufzuzeichnen, um Logging zu betreiben, um Videostreams out of Compliance-Gründen zu speichern und auch für die Analyse und späteres Training von AI-Algorithmen. Der Teleoperator sieht während der Teleoperation die einzelnen Videostreams, die vom Fahrzeug übertragen werden. Zusätzlich sieht er Fahrzeuginformationen wie Geschwindigkeit, Gangwahl, aber auch andere AI-Features, die wir einbringen. Und wir probieren auch Personen zu detektieren, um den Operator zu warnen, falls Personen sich in einem Gefahrenbereich auffinden. Zusätzlich sieht er auch noch die Auftragslage, also welche Jobs hat er. Kann er jetzt gerade eine Pause machen und alle anderen für das System relevanten Stati. Den Operator stehen für die Kontrolle von dem Fahrzeug verschiedene Hardware zur Verfügung. Unter anderem ist da natürlich am wichtigsten das Lenkrad und die Pedale. Zusätzlich hat er aber auch einen Joystick, Knöpfe, ähnlich wie in einem Fahrzeug, zum Beispiel zum Bedienen vom Radio. Und des Weiteren hat er einen Notausknopf, der auch sehr wichtig ist, aber auch ein Tablet, auf dem verschiedene Informationen über das Fahrzeug noch angezeigt werden und dem es auch ermöglicht, mit dem Backend vom Kunden zu interagieren. In einem teleoperierbaren Fahrzeug sind verschiedene Komponenten verbaut. Das Wichtigste ist natürlich die Recheneinheit, auf der die ganzen Daten verarbeitet werden. Hier handelt es sich um Kameradaten, die dort encoded werden müssen. Wir haben auch noch andere Sensordaten wie Fahrzeuggeschwindigkeit, GPS, Gangwahl, Lenkradwinkel und andere. Zusätzlich zu diesen Sensordaten, also Recheneinheit, haben wir natürlich eine Konnektivitätsplattform. Da sind Router mit mehreren Modems, die die Verbindung in mehreren parallelen Streams aufbauen. Die Fahrzeuge, die wir uns jetzt zuerst anschauen, sind Yard-Trucks. Die werden für verschiedene Operationen auf einem Yard verwendet. Shunting, Milk-Run-Prozesse. In der Zukunft wollen wir aber auch auf andere Use-Cases uns ausweiten und deswegen probieren wir, unsere Technologie agnostisch aufzubauen, dass wir in der Zukunft später leicht weitere Use-Cases erschließen können.
Unsere Technologie ist dahingehend besonders, dass sie sehr tief vertikal integriert ist. Das heißt, wir machen nicht nur die Teleoperation, sondern wir machen auch die Integration ins Wertmanagementsystem und bieten im Endeffekt eine komplette Mobilitäts- bzw. Logistiklösung an. Das heißt, wir machen nicht nur die reine Teleoperation, sondern wir machen auch alles außenrum und bieten daher dem Kunden ein Komplettpaket an. Zudem legen wir sehr großen Wert aufs HMI. Wir bilden die ersten Operator aus, die das jemals machen und können da direkt das Feedback der Operator ausbauen und probieren wirklich einen 8-Stunden-Betrieb am Tag zu ermöglichen und da auch alle ergonomischen Aspekte zu berücksichtigen. Die Technologie in der Logistik geht Richtung Automatisierung, ganz klar. Dennoch ist die Logistik ein sehr schwerer Bereich zu automatisieren, weil es keine klaren Regeln gibt, vor allem auf Privatgeländen. Es herrscht oft Chaos und da wird die Automatisierung noch Jahre brauchen, bis sie tatsächlich komplett fehlerfrei und ohne menschliche Eingriffe funktioniert. Die Technologie in der Logistik entwickelt sich ganz klar Richtung Automatisierung. Vor allen Dingen im Innenraum, wo es sehr ordentliche Verhältnisse gibt, ist die Automatisierung schon deutlich weiter. Betrachtet man den äußeren Raum außerhalb des Warehouses, ist es deutlich unordentlicher und es gelten keine klaren Regeln. Und daher wird man da die nächsten Jahre schon noch auf den Menschen bauen und genau da setzen wir mit unserer Technologie auch an. In 3 bis 4 Jahren sehen wir es, dass die meisten Yard-Operationen teleoperiert erfolgen, wir aber manche Teilabschnitte schon automatisieren können, die deutlich leicht zu automatisieren sind, zum Beispiel das Geradeausfahren oder vielleicht schon einige Parkmanöver, könnten wir uns auch schon vorstellen. Die Zukunft wird aber so aussehen, dass immer mehr Teile automatisiert werden und dass der menschliche Anteil zurückgeht. Den Menschen wird man aber niemals komplett rausnehmen können, denn die Automatisierung wird immer Edge Cases haben, die nicht von der Automatisierung gehandhabt werden können. Genau da greift unsere Technologie an. Teleoperation ermöglicht es genau, die Automatisierung in solchen Edge Cases zu unterstützen. Und da sehen wir dann auch unsere Stärke in dieser Kombination zwischen Automatisierung und dem Menschen. In 2030 wird ein Großteil der Fahrzeuge auf einem Yard automatisiert sein. Das könnten 30, 50 oder hunderte von Fahrzeugen sein, je nach Größe des Yards. Und in diesem Anwendungsfall wird der Operator diese Fahrzeuge überwachen. Und das Yard-Management-System würde im Fall eines Edge-Cases auf ein Problem mit dem automatisierten Fahrzeug hinweisen. Der Operator könnte sich dann mit diesem automatisierten Fahrzeug verbinden und dieses Problem lösen. In der Zukunft könnte es dann sein, dass ein Operator nicht nur 1:1 Fahrzeuge überwacht, sondern 1:50 oder vielleicht sogar 1:100. Außerhalb des Yards in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehen wir, dass vor allen Dingen der Hub-to-Hub-Use-Case sehr relevant wird, wo die Automatisierung den Teil auf der Autobahn übernimmt. Nach der Autobahn wird die Automatisierung aber weiterhin an ihre Grenzen stoßen und genau da greifen wir dann wieder mit der Teleoperation ein und können den Truck von der Autobahn bis zum Yard oder sogar bis zum Logistiktor übernehmen und dann wirklich eine End-to-End fahrerlose Lösung anbieten.